So, was Spielstätte du für Horizon? Fragt Tom HD Craft. Spielstätte? Ich weiß nicht ganz, was du meinst. Wie meinst du das mit lieber Tom? Was, inwiefern eine Spielstätte? Sorry, ich habe den Chat gerade so ein bisschen. Ich war wieder so vertieft hier. So, was wollten wir? Wir hatten hier sogar Eisenbahnen gehabt. Naja, ist jetzt egal. Wie gesagt, das Inventar würde ich gerne mal ein bisschen ausjüngen, denn das ist schon irgendwie ein bisschen krass voll hier. Hier, alles, was wir nicht brauchen, kann mal ins ME-System. Ja gut, komm, die Maschinen behalten wir jetzt mal. Das ist ja noch okay. Aber so ein bisschen Ordnung kann ja nicht schaden. So, zumindest so ein bisschen Grobordnung haben wir jetzt. Da hauen wir alles mal ins ME-System. Denn wie gesagt, diese vollen Taschen ist ja eine Katastrophe. Sieht ja fast aus wie mein Zimmer. Naja, gut, ein Zimmer habe ich nicht mehr. Ich habe eine Wohnung, aber ansonsten, ja, so oder so ähnlich. Gut, jetzt müssen wir überlegen, wie bauen wir Häuser? Aus was für Steinen nämlich? Und da würde ich fast sagen, wir schauen mal, was für Steine haben wir denn in Überfluss. Eklogite kann auch mal weg. Komm mal her, das kann alles ins System. Was wollen wir damit? Auch hier der Stein, der Specki. Ich nenne ihn liebevoll einfach Specki. So, und wir haben, ja, wir haben sogar Speckstein fast ohne Ende. Jetzt gucken wir mal, was wir schisseln können. Verschisselt nochmal. Ja, daraus kann man doch schon gut für Häuser was machen. Das ist ja schon nicht so schlecht. 1710, genau. Ah, welche Version? 1710, genau. Da war der Smart Tech schneller wie ich, Tom. Wir spielen Minecraft 1710. Leider, die Mods gehen nicht auf noch höheren Versionen. Zumindest nicht alle davon. Und ich würde fast sagen, wir können unsere Häuser jetzt zum Beispiel aus denen hier bauen oder so. Das heißt, wir nehmen mal eine Menge Speckstein mit. Speckstein, Speckstein, alles muss versteckt sein. Naja, nicht so wirklich, aber passt schon. Und wir sollten vielleicht auch mal gucken, kann man aus Eklogite was anderes zaubern? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Na gut, dann nehmen wir den halt mit. Ist jetzt auch egal. Und ich würde nämlich ganz gerne noch einen alternativen Stein haben wollen. So, zu Deko-Zwecken vielleicht. Wir gucken mal. Deruite, was geht da? Okay, hier wären schon andere, aber ist jetzt auch nicht. Ja, wir können es ja mal mitnehmen für so einen. Wir nehmen es mal mit. Wir nehmen mal zweimal Deruite mit. Entschuldigung. Ich bin mal gespannt, ob wir das Hochhäuschen, wir nehmen es dreimal mit, Hochhäuschen hinkriegen. Und Komatite können wir auch mitnehmen. Da kann man eigentlich auch viel draus machen. Wir müssten mal gucken, wo wir mehr Komatite herkriegen. Konnte man daraus nicht. Ich war der Meinung, aus Komatite konnte man mehr machen. Ah, mir fällt gerade was ein, wenn ich die Steine brennen würde. Wartet mal. Wahrscheinlich können wir aus gebrannten Komatite mehr machen und gebrannten anderen Steinen. Das können wir uns ja mal anschauen. Oh, da war ich zu langsam. So, wir schauen uns das mal an. Vielleicht können wir aus denen mehr bauen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Leider nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehst du ins ME-System. Es hätte ja sein gekonnt. Was bist du? Ein komprimierter Pflasterstein. Aha, wir verschwenden vier Steine für einen Bruchstein. Wir können ja mal gucken, was wir aus Komatite machen. Ich bin der Meinung, man kann da nämlich auch so Yellowstein machen. Das wäre nämlich ganz cool. Diese, an solche Steine habe ich gedacht. Wie kann man die machen? Wir brauchen dafür. Ah, okay. Also war das gar nicht so verkehrt. Dann würde ich sagen, brauchen wir nochmal Komatite. Komatite. Und dann lassen wir das noch schnell brennen. Und dann können wir nämlich fast losdüsen. Ja, passt perfekt. Sehr schön. In Chat, wir schauen mal. Ist halt die Mod-Version. Naja, für mich ist. Oh, Melon Coaster moddet auch. Smart Tech und ich wollen auch uns rumprobieren.
Ist er Traincraft dabei? Haben wir auf jeden Fall. Ein Mod, den wir... Hier sieht man sogar schon. Ein Mod, den wir noch ausprobieren wollen. Also definitiv werden wir auch mit Zügen arbeiten. Modliste ist auf Steam. Eventuell müsste ich die mal aktualisieren. Ich glaube, so top aktuell ist die nicht. Ich müsste die mal aktualisieren. Aber Traincraft ist dabei. Weil ich glaube, dass wir damit coole Sachen machen können. Zumindest hoffe ich das. So, die Steine laufen durch. Ich würde fast sagen... Komm, 120, mehr können wir hier eh gar nicht schleppen. Hier, komm, wir machen das noch voll und dann düsen wir mal los. Wir können ja wieder zurückkommen, da wir sind ja nicht unendlich weit weg. Ja, Kohle und Ofen haben wir jetzt nicht mit, falls wir brennen wollen. Was soll's? Läuft hier schon was? Noch nicht. Noch ist die Flüssigkeit nicht hier angekommen. Wie gesagt, wird ein bisschen dauern, aber hey, wir haben unendlich Zeit. Wir spielen zudem auf dem Server, das heißt, das Ding kann ewig laufen. Und natürlich ist es Nacht, wir legen uns im Bett, ist ja logisch. Es ist immer Nacht. Machst du da eine U-Bahn? Können wir machen, apropos U-Bahn, wir müssen, das Haus sieht ja schon nicht schlecht aus. Das Weihnachtliche können wir langsam wegmachen eigentlich. So, ich würde mal sagen, die U-Bahn, darum gehen wir jetzt hier runter, haben wir schon. Einmal hierhin zum Portal und einmal hierhin und das ist richtig mega. Das ist eine richtig, richtig lange Bahn, die müssen wir noch verkleiden und bla bla bla, das ist natürlich klar, das kommt noch. Und die geht bis in die Unendlichkeit runter. Das kann ich ganz kurz an der Karte zeigen. Hier seht ihr mal, wie lang die U-Bahn geht. Hier neben, das sind, ich glaube, das ist der Wartungsschacht. Hier sind wir erst in der Wüste. Das ist die Wüste hier, ist, ja. Es geht noch weiter und dann geht es bis hierhin. Also das ist da... Hier ist unser Magierturm. Ich weiß nicht, wer den schon kennt. Hatten wir ja letztes Mal gebaut. Also, wie gesagt, das geht schon heftig, heftig weit. Da habe ich ewig dran gesessen, das Ding auszubauen. Damals hatte ich, glaube ich, auch noch nicht diesen tollen 3x3-Hammer, wenn ich mich nicht täusche. So, und jetzt gehen wir hoch. Ja, auch das müssen wir hier alles mal ein bisschen verschicken. Alles noch nicht so, wie es sein soll. So, dann gehen wir hier weiter hoch. Okay, hier wird intern diskutiert. Java-Anfänger oder Mod-Anfänger. Okay. Bauen wir bitte die U-Bahn. Nee, jetzt bauen wir was anderes. Wir haben hier gerade einen anderen Plan, lieber Melon Coaster. Der Plan ist ein anderer heute. Die U-Bahn, Traincraft müsste ich mich erstmal befassen. Nach wie vor hier bin ich mir nicht sicher, wie breit die Straße sein soll. Ob 3 oder 5. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Macht aber auch nichts, denn... Das kann ich mal weg. Steinziegel, die sind eigentlich auch nicht schlecht. Kriegen wir gar nicht mit. Passt schon. Passt schon, verstehst. So, jetzt müssen wir mal gucken... Das ist ein polierter Stein. Wir können ja mal gucken, wie das aussieht. So als Eingangshallenbereich quasi. Und wir müssen natürlich einen Plan haben, wie groß das Haus nachher wird. Ansonsten wird das ziemlich groß. In Sachen Größe, ja, da müssen wir gleich mal gucken. Das kriegen wir auch hin. Wir müssen natürlich erstmal ein bisschen Platz schaffen. Dann messen wir das gleich alles aus. Denn vergrößern oder verkleinern können wir natürlich immer. So. Das dient als Fundament sozusagen. Wir müssen mal ganz kurz... Das hier wegmachen. Wir brauchen Platz fürs Haus, ist ja logisch. Dann reißen wir einfach alles weg. Wir sind ja Menschen, ne? Das ist ja klar. Menschen machen das so.
So, das hier auch noch. Oh. So, und ich würde sagen, ich schmeiß das hier mal kurz weg. Wer sagt, oh nein, er schmeißt es weg. Ja, wir schmeißen es weg, denn wir messen ganz kurz nach. So, wir haben hier, ich würde mal sagen, wir sollten hier eine ordentliche Länge erreichen. Sind hier, wo sind wir denn hier? Bei 17 Meter. Sind 17 Meter okay oder sollte man, eigentlich spielt es keine Rolle, oder? Der Sean ist am Start. Guten Morgen. Zellron hat so viele Projekte angefangen. Das stimmt, das stimmt. Wir haben so viele angefangene Projekte, Michelle. So langsam würde ich das ein oder andere Mal auch ein bisschen fortfahren. Ist 17 Meter für ein Haus viel? Nein, oder? Das ist eher ein bisschen mickrig, oder? 17 Meter? Wir können es ja mal ausprobieren. Wir probieren es einfach mal aus. Ich weiß gar nicht, wie realistisch jetzt 17 Meter sind. Wir werden es rausfinden. So, hier die ganze Erde weg. Die eiert dann hier zwar rum, aber das macht nichts. So, dann haben wir das so. Sehr schön. Gleiches machen wir hier. Wobei 17 Meter da, dann sollten wir vielleicht auch 17 Meter, die sollten ja schon eckig sein, ne? So ein Haus sollte schon eckig sein. Also bis hierhin quasi. Sehr gut. Was, hier ist irgendwo ein Schaf. So, dann verbauen wir hier den guten Deruite. Zack. Ja, sehr schön. Hallo, Schaf. Das war zu viel, aber das macht gar nichts. So. Das war schon mit Deruite. Da müssen wir nochmal Deruite holen. Und die Häuser können natürlich unterschiedlich aussehen, ganz klar. Beziehungsweise, wir könnten natürlich mal anfangen. Nee, ist alles doof. Ich hätte Steine vorbereiten müssen. Ich hätte Steine vorbereiten müssen. Weil die sehen ja schon mal nicht schlecht aus, ne? Da lag noch der 64er-Stack rum. Komm mal her, die Erde kann ja mal hier ins, Inventar. Dann sammeln wir es mal ein. Wir wissen ja nicht, vielleicht brauchen wir die ja später nochmal. Inventar schon wieder voll? Inventar schon wieder voll. Das gibt's ja gar nicht. Was ist da los? Ja, und dann gucken wir mal. So ein Hochhaus 17 mal 17 Meter ist, glaube ich, ganz okay. Kann man machen. Ist jetzt sicherlich nicht das breiteste. Muss es aber ja auch nicht sein. Es sollte ein gutes Durchschnittshaus sein. Wir gehen mal nach Hause und holen mal ganz kurz. Wir gucken mal, wie kriegen wir Steinziegel hin. Steinziegel. Wenn man jetzt noch schreiben könnte, dann wäre das unglaublich. Ja, ich muss die auch nur brennen. Das ist ja logisch. Wir können mal ganz kurz, zack. Erde über Erde hier. Sekunde, damit wir genau den richtigen haben. Steinziegel 491 geteilt durch 12. 491 geteilt durch 12. Da haben wir ihn und wir schisseln ihn aus Stein 1. Das heißt, wir bräuchten Stein 1. Aus Stein 1 können wir alles schisseln. Die Frage ist, wie kriegen wir Stein 1 hin? Wir müssen das schmelzen. Okay, kein Problem, das kriegen wir easy peasy hin. Was für Musik hörst du eigentlich in deiner Freizeit? Ich glaube alles, was man so Chartmusik nennt. So Chartmusik halt.
Leute, alle mal Daumen nach oben drücken. Dankeschön für den Aufruf. Dankeschön, aber bitte nur, wenn es euch gefällt. Wenn es nicht gefällt, schreibt, was euch nicht gefällt. Und der Melon-Coaster muss weg. Bye, bye. Schönes Wochenende auf jeden Fall. Und für alle, die jetzt da sind, vielleicht spielen wir später auch noch City Skylines. Wir schauen mal. Ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, wie schnell wir hier mit den Baustellen vorankommen, wie die Lust und Laune bei mir und natürlich bei euch ist. Aber so ein bisschen was würde ich gern noch schaffen hier, denn wir haben ja erst angefangen, vor einer Stunde. wir müssen runter. Ich habe jetzt überlegt, wir müssen runter. So, runter machen wir eher männlich, oder? So, wir können jetzt nämlich Folgendes machen. Wir können Steine zurückbringen, denn die Steine waren dumm. Wir nicht brauchen so viele. Vielleicht so ein paar als Element. Ich nicht wissen so genau, aber so ist gut. Und dann wir gucken, was wir stellen her können. Zum Beispiel Steiner 1. Steiner 1 geht ohne Probleme 1000 Stück. Wir können, oh guck mal, so schnell geht 1000 Steine. Perfekt. Ja, auf jeden Fall, ja, sollten wir genug Stein 1 finden. Ja, und jetzt geht es aus, weil... Ah ja, das T geht ja nicht, weil man hier drin ist. Stein 1. Da wächst er. Den brauchen wir hier tonnenweise. Ja, sollte für den Anfang reichen. Wir düsen wieder los. Irgendwie ist heute sehr ruhig ein Stream hier. Ja, das ist heute sehr ruhig, das stimmt. Aber ist auch mal nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Es wird schon wieder Nacht. Wer hätte es gedacht? Wir hauen uns lieber gleich hin. Tage bauen ist besser. Ich sollte, wie gesagt, mal so eine Nachtsichtbrille machen oder so. Ich glaube, das wäre von Vorteil. So, ups. Und dann tigern wir los. Hui! Ja, wie hoch baut man das, wenn das 17 hoch ist? Ich würde sagen, mindestens dreimal so hoch, besser viermal, oder? Damit das Hochhaus wirkt, würde ich sagen, viermal so hoch wie breit. Wir gucken mal, ob wir überhaupt so hoch kommen. Deruite habe ich vergessen. Ja, wunderbar, Deruite haben wir vergessen. Macht ja nichts. Wir können nachher nochmal laufen. Wenn wir eins gern tun, ist das Laufen. Ja, genau, das ist es. Ist das gerade richtig, was ich mache? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich kann das ja so umschüsseln, oder? Wenn ich das hier rein tue, kriege ich alle Steine. Oh mein Gott, ist das schön. Wie hieß der aber jetzt? Der ist es. Na, rein da. Manchmal ist es aber ein bisschen empfindlich. Und wir werden die Häuser an verschiedenen Steinen machen. Einfach nur, weil es sieht schöner aus, wenn es dann nachher ein bisschen abwechslungsreicher ist. Fürs erste Haus machen wir es halt so. Wir werden das ein bisschen mit Elementen vielleicht noch verarbeiten. Innen würde ich dann Büroflächen machen. Ja, vielleicht ein paar Wohnungen, aber generell eher Büro, weil ansonsten müssten wir hier zu viel NPCs reinklatschen, damit das dann auch belebt wirkt. Und das würde ich gerne verhindern, denn ich glaube, zu viele NPCs, zu viel ruckeln. Ja, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich denke, generell wird das das Problem am Ende sein. So, und ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal so ein Eck. So, wir sind ein hoch. Wir müssen mindestens erstmal 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt sind wir hoch wie breit. Das sieht natürlich noch nicht so aus. Mindestens doppelt brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und jetzt alle zusammen, Leute. Sieht das schon aus? Ist das schon ein Hochhaus? Ich mache mal dreimal so hoch wie breit. Jetzt alle mitziehen. Los, hopp.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ihr wart klasse, wart ihr. Klasse. Nein, Spaß beiseite. Kann man das als Hochhaus anbieten? Ja, in den Wolken sollte es nicht reingehen. Das wäre unrealistisch.